So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fear. Ja, in der letzten Folge sind wir mal wieder gestorben. Wir sind aber zumindest vom Dach runter und ja, sind jetzt hier gerade bei uns mit ein paar anderen Leuten zu prügeln. Und dann machen wir jetzt direkt weiter. Ja, einen Typen haben wir ja eben gerade unten noch, also was heißt eben gerade in der letzten Folge natürlich unten noch umgenietet. Und jetzt müssen wir erst runterlaufen, um die Jungs auf uns aufmerksam zu machen. Ja, genau, den Typen da hatten wir umgenietet. Ich hoffe, das hat schon gereicht. Ja, hat es. Okay. Ah, der könnte hochkommen. Der kommt hoch. Na, wo bist du, kleiner Drecksack? Meine Fresse. Ich glaube, oben rechts war auch gerade noch einer. Na, komm her. Bam, bam. Gut. Wieder einen ausgeschalten. Ja, in der letzten Folge hat es deswegen besser geklappt gehabt, weil wir einfach 140 HP hatten. Und damit einfach bedeutend mehr ausgehalten haben. War das nur einer, der hier hochkommt? Das wäre natürlich von Vorteil. Ah! Hi! Heilen! Oh, sehr schön. Ich wusste da, irgendwie war doch hier noch ein Health-Paket gewesen. Okay, da sehe ich nichts Lebendes. Scheint allesamt munter da unten in der Ecke zu hocken. Versuchen wir mal, die Jungs hier hochzulocken. Oder... Komm schon, wo seid ihr? So, den haben wir durch den Boden geschossen. Das ist doch mal die beste Alternative. Waren das jetzt alle oder fehlt noch einer? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Eigentlich müsste es noch einer sein. Scheiß drauf, wir holen jetzt trotzdem das Ding hier hinten. Die Muni ist voll von der Pumpgun.
Jetzt fährt er MG in die Mitte. Mann, jetzt nehmen wir mal Scheiß MG auf. Geht doch. Nehmen wir auch auf, wollte ich sagen. Und jetzt gehen wir mal sicherheitshalber hier vorne gucken. Gut, hier steht jetzt keiner. Habe nämlich gerade gedacht, dass der eventuell hier einfach nach vorne vorgelaufen ist. Da ist ein Nagelgewehr. Die brauche ich auch. Aber man kann nicht alles haben. Ja, komm her, du kleiner Pisser. Den haben wir gut getroffen, das ist schön. Also wenn wir die wirklich relativ dicht dran treffen, dann haben wir echt gute Karten. Irgendwie leckt es mal wieder. Warum auch immer. War es das? Ist aber auch mies, ne? Dass das Medikit hier... Wie geil ist das denn? Was ein geiler Schatten, ey. Und nein, es war nicht der Schatten von uns. Ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, eigentlich schon ziemlich mies, dass das Medikit genau so lag, dass man da hinrennt, nachdem man sowieso schon irgendwie extrem angeschlagen ist mit allem und... Ja. Aber naja. Bis jetzt sind wir ja noch irgendwie weitergekommen. Wir haben noch ein Medikit jetzt momentan als Reserve liegen. Der ist down. Genau, los, 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 neu formieren. Such mal. Wer sucht, der findet oder so ähnlich. Wow. Fick dich, du Penner, du beschissener Bastard. So, damit war es das dann auch wieder mit dem Medikit. Auch eine miese Stelle hier unten. Ja, die Drecksau hockt dahinter. Du kleiner, beschissener Penner. Suchen wir mal hier hoch. Trau den kleinen Pennern ja zu, dass sie noch hier irgendwo rumdübeln. Nice. Pumpgun Muni. Da ist er. Seine Kollegen sind tot, wurden da unten ominiert und das hat ihn hier überhaupt nicht interessiert. So, dann würde ich aber sagen, versuchen wir mal von den Jungs da unten noch zu looten. Solange die Scheiße noch da ist. Super, der ist hier irgendwo in eine Wand schon geglitscht. Der hat auch nichts.
Aber zumindest kriegen wir da unten wieder neue Munition und oh, kriegen sogar Rüstung. Rüstung ist immer gut. Und Granaten. Jetzt können wir zumindest mal versuchen, die Jungs ein bisschen auf Distanz zu halten. Weil immerhin, wenn die Penner nach uns mit Granaten werfen, ist es ziemlich mies, wenn wir das nicht können. Maul. Ja, die Pumpgun ist natürlich eigentlich auf Distanz nicht gut. Aber ich sag mal, Versuch macht klug oder so ähnlich. Und bis jetzt hat es ja noch ganz gut geklappt. Ich könnte einen Checkpoint gebrauchen. Ach du Scheiße, mal. Verballer ruhig deine Munition, du Affe. Problem ist ja, dass die ja echt eigentlich, ich glaube, sogar unendlich Muni haben. Die können so lange ballern, wie sie wollen. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Staub sich gelegt hat. Verzogen hat, wollte ich erst sagen. Der ist down. Muni. So, 3 Schuss haben wir noch. Aber da liegt die nächste Munition. Sehr schön. Dann ist die auch wieder geladen. Und ich sehe ein Medikit. Jetzt ist nur die Frage. Sind alle Affenköpfe weg? Definitiv noch mehr als nur das eine Medikit gebrauchen gerade. Vor allen Dingen will ich verdammt nochmal endlich mal wieder einen Checkpoint haben. Grün? Was war denn grün? Achtet. Okay. Das bringt mir aber nicht viel, Jungs. Ach, stimmt, das hätten wir auch mal können. Sorry. Was ein riesiges Haus hier. Schnauze, Penner. Ach, fick dich doch, du Wichser. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal ein Stückchen zurückziehen. Weil da einfach viel zu viel Staub ist, als dass ich was sehen würde. Wichser! Gut, den haben wir getroffen. Und wir nehmen mal zur Sicherheit das Medikit. Klar, hätte ich natürlich auch gerne mal wieder einfach ein Medikit auf Reserve mit voller HP. Also voller HP und ein Medikit.
Oder zwei oder drei oder fünf, aber. Momentan haben wir in der Richtung halt kein Glück. Wenn wir mal so weit kommen, dass wir. War dahinter eine Lücke? Nee. Dass wir mal ein Medikit haben, dann ja, müssen wir das auch schon fast wieder verpusten, um uns zu heilen. Sehr schön, ich sehe was, ich sehe was. Ich wollte meine Pumpgun behalten. Scheiß auf die MP. Medikit in Reserve. Zwar nicht voller HP, aber zumindest über 100. Und noch Rüstung dazu. Ja, ich laufe jetzt natürlich echt möglichst vorsichtig rum. Gebt mir einen Checkpoint. Ja, Checkpoint und nochmal ein First Aid Kit. Sehr schön. Was? Alter, ihr Drecksbastarde, ne? Penner, ernsthaft direkt eine Granate so geschmissen, dass sie mich getroffen haben? Auch wenn sie in erster Linie nur die Rüstung verpustet haben, aber trotzdem! Okay, hier ist jetzt wirklich. Absolut gar nichts, wo ich hinschieße, ne? Alter! Oh, fick dich doch, du beschissener Bastard, ne? Steht da 3 Meter nur vor mir und schmeißt mit der Scheißgranate. Echt super. Toll. Ja, zumindest haben wir. Ernsthaft, ohne Scheiß, ne? Ich sehe da hinten gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich schießen muss. Okay, einer ist an der Wand genagelt. Komm raus, du Bastard. Ach, feg dich bitte, Penner. Ist klar, dass du wartest, bis ich mich wegdrehe, du Arsch. Und komm, um die Birne nochmal vor. Den hat's auch zerlegt. Damit sind auch beide Medikits wieder weg. Und trotzdem nur 86 Health Points. Tipptopp. Diese kleinen miesen Bastarde.
Ja, ich weiß, dass wir in dem MG jetzt momentan richtig viel Munition drin haben. Das ist mir aber gerade ziemlich egal, weil was bringt mir die Munition da drinne? Bei einem Häuserkampf gar nichts. Okay, gut, hier sind wir durch. Hm? Wo müssen wir hier nochmal hin? Ach! Holy crap. Situation. 4 Einsatzagent hat das Hauptquartiergebäude von Amakim infiltriert. SSEGD-Eskorte wurde in einem Hinterhalt neutralisiert. Mission. Der 4 Einsatzagent muss das Firmennetzwerk online bringen, damit der 4 Koordinator auf das System zugreifen kann. Der 4 Einsatzagent begibt sich anschließend zur letzten bekannten Position des SSEGD-Aufklärungsteams. Das, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Dann kann er in Ruhe zu Ende laden. Damit danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Fo.